Hallo und herzlich willkommen zu Railroot, einem etwas anderen Zugspiel im Gegensatz zu dem, was ich euch bisher vorgestellt habe. Und ein sehr interessantes Spiel. Es erinnert so ein bisschen an ein Puzzle tatsächlich eher, anstatt eines richtigen Zugspiels. Was müssen wir hier machen? Also wir müssen grundsätzlich natürlich auch Strecken bauen, wir müssen Züge einrichten und Züge fahren lassen. Allerdings, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, sind wir nicht derjenige, der als Gott oben drüber schwebt und im Prinzip die Strecke baut, einen Zug erkauft und ihn einrichtet, ihn von A nach B fahren lässt und dann ist das alles okay. Nein, wir sind derjenige, der im Systemhaus sitzt, die große Schalttafel vor Augen hat und sagt, Signal Y, jetzt durchschalten. So, Zug fährt auf der Strecke, Signal Z, jetzt durchschalten, einfahren in Gleis 3. Genau diese Sachen, wenn ihr euch vorstellt, dass ihr das schon mal machen wolltet, dann seid ihr hier genau richtig. Dazu habt ihr dieses Spiel und ihr habt zwei Möglichkeiten. Aber die Endloskarten, das ist ein etwas umfangreicheres System, um eben auch die Gleise selbst zu bauen, Aufträge selbst anzunehmen. Und ganz wichtig, ihr stellt keine Zugverbindung an sich ein, die kommen als Aufträge rein. Das heißt, ihr seid wirklich diejenigen, die die Züge steuern. Und das ist schon ziemlich cool. Wir gucken uns die Endloskarten gleich mal ganz kurz an. Aber um zu verstehen, wie das hier funktioniert, bleiben wir mal hier unten in Wakefield. Wir können auch jedes andere nehmen. Das sind halt Fahrplankarten, da sind die Fahrpläne an sich schon fertig. Und wir können uns ein bisschen in das Spiel reingucken. Und wir gucken uns einfach mal Wakefield an. Das sieht jetzt für mich einfach mal am einfachsten aus. Und da schauen wir uns mal an, wie wir das Ganze machen müssen. Ihr müsst die Signale steuern, ihr müsst die Gleise steuern und so weiter. So, also grundsätzlich in der Endlos-Version habt ihr noch ein bisschen mehr. Da zeige ich euch aber gleich noch, wie das funktioniert. Also was haben wir hier und was sehen wir hier? Wir haben hier einmal die Uhrzeit und die Geschwindigkeit. Ganz wichtig, die Uhrzeit läuft in Realzeit ab. Also eine Sekunde ist eine Sekunde mal 25 ist, glaube ich, klar. So, dann haben wir hier die Übersicht der Züge, die hier fahren. Und wir sehen hier den Namen des Zugs. Wir können ja auch so eine intelligente Sortierung anmachen. Das macht jetzt bei einem aber keinen Sinn. Von wo nach wo er fährt und was der aktuelle Status ist. Und wenn wir da drauf klicken, dann sehen wir auch, beziehungsweise auf den Zug direkt. Da sehen wir dann, wenn wir hier drauf klicken, kommen wir zur Station. Und wenn wir auf den Zug klicken, dann sehen wir, was er grundsätzlich machen soll. So, was sehen wir jetzt hier an der Seite? Das ist der Fahrplan des Zuges. Das blende ich euch hier mal ein. Und wir sehen jetzt hier, COM21 kommt auf Gleis 1 in Portsmouth um 8 Uhr an. Und danach kommt REC 09. Und dann kommt COM22. Das heißt, das geht hier Schlag auf Schlag. Und das ist hier 8 Uhr 10. Das heißt, drei Züge kommen auf Gleis 1 in diesem Abstand hier an. So, das müssen wir jetzt managen. So, das heißt, wir sind jetzt in der Pause und wir sehen hier, wir müssten jetzt eigentlich den Zug schon einfahren lassen, ne? Wir haben bis hierhin Zeit. Wir gehen mal auf den Zug und dann sehen wir 8 Uhr 1 bis 8 Uhr 2. Das heißt, 8 Uhr 1 muss er einfahren, dann haben die Leute ganz kurz Zeit zum Einsteigen, Aussteigen und dann muss er weiter und er fährt nach Wakefield aufs Gleis. Tja, woher erfahren wir das nun? Portsmouth ist hier in Klammern Gleis 1 und Wakefield auf Gleis 3. Ihr habt jetzt also die Möglichkeit, hier in Portsmouth zu sagen, annehmen bitte auf Gleis 1. Ihr könnt auch Gleis 2 machen, dann würdet ihr aber allerdings einen Malus bekommen, weil ihr den Vertrag nicht erfüllt. Also einmal auf Gleis 1 und wir können den Zug mal hier auch verfolgen und dann fährt er jetzt ein. So, wunderbar, er hält jetzt an, wir können ein bisschen ranzoomen und es ist genau, zack, wunderbar, 8.47 Uhr, perfektes Zeitfenster, ganz, ganz toll. So, Züge automatisch akzeptieren, könnten wir hier machen, automatisch das, den Zug wenden bei Kopfgleisen, das fände ich ganz gut, das erspart euch das Ganze, dass ihr hier auf Wenden klickt, dann wird er automatisch gewendet. Kopfgleise meint, ja, sehen wir jetzt hier auf der Strecke nicht, kann ich euch dann aber gleich mal zeigen. So, was macht ihr jetzt? Das hier sind Streckensignale. Jetzt gucken wir erstmal auf unseren Fahrplan, wo der Zug hin muss. Also der Zug muss um 8.02 Uhr hier abfahren. Das heißt, er muss hier lang
auf der Strecke und er muss auf das Gleis 3. So, kommt er dahin? Er fährt hier lang, auf Gleis 2 passt nicht. Also müssen wir das hier umschalten, dass er hier runter auf das Gleis 3 fährt. Dann können wir das hier schon aktivieren. Und er muss ja um 8.02 Uhr abfahren, damit er um 8.04 Uhr da ist. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf fünffache Geschwindigkeit und warten mal bis, ich würde sagen, 1.50 Uhr. So, da müssten wir gleich angekommen sein. Jawohl. Und jetzt aktivieren wir das Signal hier. Und jetzt sehen wir, ist das Ganze grün, inklusive des Gleis 3 in Wakefield. Und insofern der Zug jetzt Lust hat, fährt er jetzt los. Wunderbar. Sehr gut. Jetzt müssten wir theoretisch den nächsten Zug schon sehen. Komm 33. Komm 33 steht hier im Plan nicht drin. 21, 22, 22. Wir gucken mal. Der soll in West Arnold rein. Okay, um 8.03 Uhr. Ja, das können wir machen. West Arnold, bitte auf Gleis 1 einfahren. Gut, jetzt lassen wir das Ganze weiterfahren. So, jetzt müssen wir kurz stoppen. Und er hier muss nach Wakefield 1. Das ist hier drin. Er muss 8.04 Uhr abfahren. Das haben wir, also da haben wir also noch ein bisschen Zeit. So, er fährt jetzt hier ein. Und in Portsmill kommt jetzt schon der nächste, bevor wir das vergessen, nämlich die Regionalbahn. Ist nur eine, oh ja, auf eine Durchfahrt auf Gleis 1 und er soll auf Wakefield 2. Okay, das heißt, hier umschalten. Das hier alles aktivieren. Die beiden müssen grün sein, die Signale. Und jetzt sehen wir, ich kann das ja mit der, ihr schaltet mit der rechten Maustaste auf grün, linke Maustaste deaktivieren. Und wenn wir die Signale mal deaktivieren, zum Beispiel nur das hier anmachen, dann sehen wir zwar, er könnte hier langfahren, aber er kann hier nicht rein. Deswegen beide Signale anmachen. Jetzt sehen wir, hier ist alles grün. Und jetzt kommt er auf Portsmill an. Ich kann ihn aber auf Gleis 1 nicht annehmen. Er muss aber auf Gleis 1. Da bin ich mir gerade noch nicht ganz sicher, warum. Weil der Zug erhält eine Strafe beim Anhalten. Wir lassen die Züge erstmal sauber anhalten. So. Er müsste Durchfahrt 8.04 Uhr. Da haben wir noch ein bisschen Zeit für. Wir warten mal bis 8.04 Uhr. Vielleicht passt das dann. Wir haben auf jeden Fall die Strecke schon mal freigeschaltet. So. Dann haben wir ihn. Er muss um 8.04 Uhr los. Das heißt, da haben wir noch ein paar Minuten Zeit, paar Sekunden Zeit für auf Wakefield 1. Da haben wir auch alles geschaltet. Das heißt, er kann hier lang. So, wann muss er weiter? Er müsste um 8.04 Uhr hier sein. Das haben wir geschafft auf 3. Und er fährt um 8.05 Uhr weiter nach Portsmill 2. Also fährt er dahin zurück. Das könnten wir sogar schon machen. Und schalten das Signal schon durch und werden dann um 8.05 Uhr, also na sagen wir mal um 8.04 Uhr und 5 und 50 Sekunden das durchschalten. So, jetzt gucken wir, jetzt fahren wir erstmal vor bis 8.53 Sekunden und dann lassen wir ihn hier reinlaufen. Ja, sehr gut. Jetzt fährt er schon weiter. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir 4. Und jetzt müssen wir ihn hier eigentlich auch zur Durchfahrt bewegen. Aber ihn kriege ich hier aus irgendwelchen Gründen hier nicht auf das Gleis 1. Wartet auf Einfahrt. Da bin ich mir jetzt tatsächlich gar nicht sicher, warum ich ihn jetzt nicht auf Gleis 1 bekomme. Okay, jetzt kann ich... Ah, okay. Das heißt, okay, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Ihr müsst erst das Signal deaktivieren, dass er hier rein kann. Okay, gut zu wissen. So, jetzt müsste er eigentlich durchfahren bis nach dort. Das passt, er fährt dahin. Jetzt ist es 8.04 Uhr und 50 Sekunden. Jetzt können wir... Ah, wir können das Signal noch nicht aktivieren. Es ist noch blockiert. Jetzt auch hier... Einmal dort und einmal dort. Und jetzt fährt er nach West Arnold. Das ist falsch. Wir müssen nämlich nach Portsmill 2 zurück. Und da könnten wir jetzt auch hin. So, du musst bitte einmal wenden.
Na, du musst eigentlich zurück nach Portsmill. Ich hoffe, dass das klappt. Er könnte da eigentlich nicht weiterfahren. So, bremst vor Signal. Alles klar. So, das heißt, er wird auch bitte wenden. Komm 1 sollte bitte wenden. Anhalten und wenden. Dann versuchen wir das mal. Anhalten und wenden. So, und jetzt schalten wir das durch. Und dann fährt er jetzt zurück nach 2. Puh, das wird also. Boah, meine Herren. So, also er fährt jetzt zurück auf die 2. Okay. Er steht jetzt hier und muss weiter nach West Arnold 1, 5 und 6. Das passt sogar schon. Dann können wir dieses hier durchschalten und er fährt jetzt zu West Arnold 1 Durchfahrt um 8:08 Uhr. Okay. So, was macht er? Er muss nach West Arnold 1 um 9. Danach kommt also er zurück. Wir können ihn schon wenden oder anhalten und wenden. So, jetzt haben wir hier in Portsmill kommen 22. Der muss um 6 hier einfahren. Oh, da sind wir schon ein bisschen spät dran. Auf der 1. Und muss um 7 weiter. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz bei ihm. Er muss auch um 7 weiter nach West Arnold 1. Aber dazu muss er erstmal dort durchfahren. So. Das ist 8:07 Uhr. Das heißt, er muss jetzt weiter nach Wakefield 3. Er fährt also hier lang. Das schalten wir um. Das auch. Und dann geben wir ihn jetzt frei und lassen ihn fahren. So, er ist da durch. Wunderbar. Dann können wir ihm jetzt sagen, dass er bitte losfährt. Das ist gesperrt. Einmal erst umschalten und dann aktivieren. Und jetzt fährt er auch weiter. Okay, so, er fährt los dahin. Wunderbar. Jetzt haben wir den Zug hier. Und der muss jetzt losfahren nach Wakefield 3. Das macht er. Sehr gut. Und er fährt nach Portsmill um 8:08 Uhr. Und danach macht er sein eigenes Ding. Okay. Was auch immer er jetzt macht, er steht jetzt in Portsmill 2 und um 8:08 Uhr geht es weiter. Ihr seht, er fährt jetzt hier hinten raus und dann ist er aus unserem Netzteil jetzt tatsächlich raus. So. Wunderbar. Gucken wir hier nochmal. Er fährt jetzt auch gleich weiter. Ziel erfüllt. Hier sehen wir auch plus 10. Wunderbar. Ziel erfüllt. Er ist jetzt angekommen. Jetzt haben wir 8:09 Uhr soll er ankommen. 8:10 Uhr geht es weiter nach Portsmill 2. Dann können wir schon mal hier umschalten. Die Weiche dorthin. Dann machen wir die Gleissignale schon mal auf grün. Und sobald er los kann, werden wir ihn hier losfahren lassen, indem wir da draufklicken. Das wäre um 8:10 Uhr. Da können wir mal noch ein bisschen schneller machen. Er kann noch nicht weiter, aber das ist nicht unser Problem. Er ist aus West Arnold dann raus aus unserem Netz. Okay. So, da haben wir übrigens schon COM 33. Der steht dort. Gut. Und er muss um 10. So, einmal kurz stoppen. Jetzt bitte weiter und er muss einmal anhalten und wenden. Und dann geht es weiter auf die 2. Wir gucken nochmal sicherheitshalber. Ja, jetzt wäre es auch zu spät. Gut, er ist raus, er ist raus. Er fährt auf die 2. Und dann seht ihr, passiert jetzt hier erstmal nichts weiter. So, er fährt weiter. Jetzt machen wir mal auf 15-fache Geschwindigkeit. Dann suchen wir mal ein bisschen raus. Puh, sehr schön. Wertung 96%. Präzisionswertung 116 von 120. Sehr gut. Und zurück ins Hauptmenü. So, ich hoffe, ihr habt verstanden, wie das funktioniert von der Steuerung her. Und ich finde dieses Spiel echt, echt, echt cool. Ganz ehrlich, guckt es euch auf jeden Fall mal an. Wir gehen jetzt aber nochmal in den Washington DC oder in den Prag. Wie gesagt, ich kann mich da immer sehr schlecht entscheiden. Und wir gehen nach Prag. So,
Und dann zeige ich euch mal die Endloskarten. Da gibt es noch ein bisschen mehr zu erklären. Grundsätzlich ist die Funktionsweise des Steuerns der Züge identisch, bloß ihr macht jetzt wesentlich mehr. Ja, also ich kann euch wirklich empfehlen, um zu verstehen, wie die ihre Steuerung funktioniert, macht gerne das hier. Es gibt hier noch mehr. Ja, zum Beispiel Charlton, Daytona, Gateway, Gloucester und so weiter und so fort. Und ihr seht hier, wir können ja mal hier reingucken, wie kompliziert diese Dinge werden. Ja, also das ist jetzt nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Sag, wir gucken jetzt mal hier rein. Und ihr seht jetzt hier schon, das Netz hat jetzt schon eine gewisse Komplexität mit mehreren Signalen, die in verschiedene Richtungen laufen, dass man hier bestimmte Richtungen sperren kann. Ihr seht jetzt hier die Richtung hier lang oder in diese Richtung sperren. Also das ist schon ein bisschen komplizierter, das Ganze. So, aber das wollen wir jetzt nicht machen. Wir wollen nämlich ins Hauptmenü gehen und wir gucken uns Prag an und dann zeige ich euch mal, was ihr machen könnt. Wir haben ja jetzt gesehen diesen Puzzle-Modus, dass ihr quasi wirklich Zugstrecke seid. Und wir haben auch einen etwas komplexeren Modus. Also den Teil hier unten kennen wir schon. Den Teil hier oben kennen wir noch nicht. Das ist einfach Tooltips. Könnt ihr euch mal angucken. Ist eine sehr schöne Sache. Und die Seite erkläre ich euch auch. Das hier sind Punkte, die wir bei erfolgreichen Aufträgen verdienen. So, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, ich hatte das schon mal gespielt. Deswegen starten wir das hier einmal neu, gehen auf Fortfahren und dann sehen wir, wie es von vornherein aussieht um 8 Uhr. So, einmal kurz in die Pause. Und wir haben jetzt dieses Netz. Jetzt sehen wir aber, dieses Netz ist noch ein wenig komplexer. Ja? Das heißt, hier gibt es auch irgendwelche Begrenzungen und ihr seht, hier gibt es Stationen, die sind auch gar nicht angeschlossen und das müsst ihr alles anschließen und machen. Also wirklich eine Simulation jetzt, die Strecken zu bauen und so weiter und so fort. Nun, wie funktioniert das Ganze? Also ihr habt hier oben Geld und das ist dein Geld, gibt es sinnvoll aus und das solltet ihr am Anfang wirklich, ja. Das ist am Anfang sehr knapp und auch sehr schwierig, die Züge entsprechend zu steuern. Also hier oben habt ihr die Möglichkeit zu bauen. Ihr habt hier so ganz normale Quadrate, da könnt ihr bauen. Und wir machen das jetzt tatsächlich noch nicht. Wir gucken erstmal in die Aufträge und ins Kaufen rein. So, ihr könnt jetzt hier Bahnsteige kaufen. Ihr seht hier zum Beispiel auch so Blöcke, Autoblöcke, die ihr hier kaufen könnt, wo das Ganze lang fahren kann. Und ich habe zum Beispiel Aufträge, die sagen, hey, in dieser Station soll er hier auf Gleis, was weiß ich, wir können das nochmal ausmachen, Gleis 3 ankommen, dann müsst ihr das zwangsweise logischerweise kaufen. So, woher wisst ihr jetzt aber, wann welcher Zug kommt? Das könnt ihr einmal bei den System-Upgrades, könnt ihr, okay, das gucken wir uns gleich an. Bei den Verträgen habt ihr einmal die Verträge, die neu kommen und einmal die aktiven Verträge. Und die aktiven Verträge sind genau die Dinger, die ihr abarbeiten müsst. So, und ihr seht jetzt den Nahverkehrszug, Nahverkehr-Güterzug zum Beispiel. Und ihr seht die Strafe für Verspätung, 100 pro Minute. Falscher Bahnsteig 1000 Strafe, ihr verdient 2000. Das heißt 10 Minuten zu spät und falscher Bahnsteig und ihr habt kein Geld bekommen. Ihr verdient dabei eine von diesen grünen Zügen. Das kann man sich so wie Erfahrung vorstellen, die ihr dann wiederum für andere Dinge ausgeben müsst, um euch ein bisschen zu skillen. Ja, also quasi eine Erfahrung, die ihr sammelt, die ihr dann wieder ausgeben könnt für zum Beispiel coole Schulungen oder sowas. Das kann man hier dann entsprechend, so kann man das hier sehen. Als rollenspielerisch und ihr habt dann diese Nahverkehrszüge und hier steht so ganz grob, wo sie kommen. Von Divic nach Babni und zurück nach Divic. Das wäre dann zum Beispiel 221. Gucken wir mal, ob das schon passt. 221, das würde also in unserem aktuellen Netz sogar schon gehen. Das heißt, die Züge können wir sogar annehmen. So, jetzt haben wir hier tatsächlich schon einen. Der soll auf Gleis 2 um 8 Uhr einfahren. Das können wir auch schon machen. Können wir das schon mal langsam weiterfahren lassen, dass wir hier ein bisschen Kohle verdienen. Und wenn ihr neue Verträge haben wollt, dann geht ihr halt auf diesen Vertragsknopf und könnt ihr neue Sachen akzeptieren. Hier steht, wo er hin soll, von Divic nach Babni und zurück nach Divic. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die aktuellen. Ihr seht hier oben, wir sollen einen neuen Vertrag annehmen. Wir können es ja mal machen. Und fortfahren bitte. Dann seht ihr hier, wir sollen jetzt auch noch ein Gleis bauen und eine Verbesserung freischalten. Dazu müssen wir jetzt aber wirklich erstmal ein bisschen spielen. So, jetzt kommt hier schon
der nächste Zug und der ist auch beliebig. Das heißt, der ist das Gleis egal, also schieben wir ihn auf Gleis 1. So, er soll weiterfahren nach Babni und das machen wir um 8:50 Uhr. Wir schalten hier schon mal durch das Signal auf Grün und machen mal auf fünffache Geschwindigkeit. Und er fährt dort um 8:04 Uhr ein. Ich vermute, das ist die Streckenlänge. Das ist damit eingeplant. Um 8:01 Uhr schalten wir auf Grün. Dann hat er genug Zeit, dort lang zu fahren. So, er fährt los. Wir gucken hier. 8:03 Uhr nach Babni hält für 1 Minute. Okay, also da sehen wir jetzt auch schon wieder keine Zeiten mehr, sondern da sehen wir nur, hält für 1 Minute. Und wann er los soll, 8:03 Uhr soll er los. Das heißt, wir können schon mal das Signal oder dieses, nicht das Signal, die Weiche hier umschalten, dass wir hier lang fahren können. Jetzt ist der Block noch belegt. Er fährt jetzt hier hin. Er fährt dahin. Ja, er müsste jetzt los, ne? Das Problem ist, wie machen wir das jetzt? Wir müssten jetzt tatsächlich, er soll auf Gleis 2. Ihm ist das egal, wo er hinfährt. Wir müssten jetzt hier tatsächlich noch ein Gleis kaufen. Ich würde sagen, das machen wir tatsächlich mal. Damit wir ihn hier in das Gleis reinfahren lassen können. Das ist gleich eine schöne Sache, da können wir uns mal angucken, wie es funktioniert. Also wir gehen hier hin, kaufen uns den Bahnsteig für 1500. Gehen dorthin und bauen das Gleis, 40 km/h Gleis. Manuelles Signal brauchen wir gerade nicht. Und gehen von hier ab. Einmal dahin. Da können wir gerade noch nicht hin. Das ist nämlich besetzt. Wir können ja den Zug unter dem Zug nicht bauen. So. Und dann werden wir hier jetzt fix ein Gleis bauen, bitte. Und die Weiche umschalten. Und auch das Teil auf grün machen. Und dann kann er das auch. Und dann kann er jetzt dort einfahren, hoffentlich. Gut, jetzt gucken wir mal bei ihm. Er soll wieder zurück auf die 1 um 5. Oh, das wird aber auch alles knapp hier. Mann, oh Mann, oh Mann. So, er ist unterwegs, fährt jetzt da drauf. Ihn müssen wir einmal wenden. Zack. Jetzt müssen wir vor allen Dingen erstmal warten, bis er durch ist. So. Dann schalten wir jetzt um und schicken ihn auf die 1. Soll er auf die 1? Ja, 8:08 Uhr. 8:05 Uhr. Er muss jetzt auch schon los. Auf geht's. So, wunderbar. Er hält jetzt hier für 1 Minute. Also müssen wir uns überlegen. 6:30 Uhr war er da. 7:30 Uhr. 8. Okay, 8:07 Uhr passt. 8:08 Uhr schicken wir ihn wieder los. Wunderbar. Wir sind ziemlich im Zeitplan. Es blinkt noch nichts. Es kommen noch keine weiteren Züge. Wir gucken bei ihm mal. 8:08 Uhr, 8:09 Uhr. Ja, sieht gut aus. Jetzt gucken wir bei ihm. 8:08 Uhr muss er los. Jetzt sind wir bei ihm schon ein bisschen zu spät dran. Wir können ihn auf den Teil der Strecke schon schicken. Das Gleis ist ihm egal. Wir schicken ihn auf das Gleis. So, einmal ist noch gesperrt. Ihn müssen wir noch wenden. Oh, jetzt wird es schon knapp. Das müssen wir nochmal deaktivieren. Ah, schade, jetzt schicken wir ihn aufs falsche Gleis wahrscheinlich. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Jetzt geht's. Okay, und weiter. Gut, jetzt haben wir hier ein bisschen Geld verdient, aber ich habe so die Befürchtung, dass bei ihm nichts wird. Er ist ein bisschen zu spät dran. Aber jetzt haben wir hier den nächsten Zug. Der kommt auf Gleis 2 an. Oh. Dann müssen wir jetzt hier umschalten und ihn leiten wir auf Gleis 1. So, jetzt gucken wir mal, was er hier macht. Durchfahrt 8:10 Uhr. Oh Gott. Oh. Ah, nein, das ist jetzt doof. Wo soll er hin? Zu den Docks. Tja, da musst du leider warten. Das gibt aber 1000 Strafe. Oh. Ja, er muss warten. Wir haben es versemmelt. Wir haben es versemmelt. Das Ding ist noch belegt. Der Block. Das haben wir versemmelt. So, alles freischalten. Und wir kommen von hier aus gar nicht zu den Docks.
Na, schau einer, guck. Er soll Docks Gleis 1 und das geht hier gar nicht. Das heißt, wir müssen hier überhaupt erstmal eine neue Strecke bauen. Zack, dass wir da hinkommen. So. Jetzt aktivieren wir das. Da oben in die Docks. Und jetzt schicken wir ihn hin. Und ich hoffe, er kommt nicht zu spät. Auf 1, Durchfahrt 18:17 Uhr könnte noch passen. Sowas macht er. Er fährt um 14 weiter und dann kriegen wir da ein bisschen Geld. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier noch Nahverkehrszüge und aktive Verträge haben wir aber auch genug. Ich würde sagen, wir lassen den Zug erstmal durchfahren und hoffen, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Vertragsbedingungen. Wiederholt sich alle 60 Minuten. Du hast erfolgreich die Probefahrt für folgenden Vertrag beendet. 803. Ja, ich denke, ja, das machen wir. Wunderbar. Sehr schön. So, er fährt jetzt hier lang. Ich hoffe, dass er pünktlich kommt. Noch haben wir nämlich keine Züge. Wir können uns danach immer noch um weitere Verträge kümmern. 18:17 Durchfahrt. Ach, Gott sei Dank. Also keine Verspätung. Sehr schön. Yeah. Gut, so, jetzt gucken wir uns nochmal zum Schluss die System-Upgrades an. Und hier könnt ihr zum Beispiel Güterzüge upgraden, Intercities, dass ihr Intercities habt, Bahnsteigwechsel im Fahrplan, dass ihr dort nicht so viel habt. Ihr seht es hier an diesem Video. Dort könnt ihr dann den Bahnsteig neu zuordnen. Ihr könnt euch Depots aktivieren, dass ihr da Züge reinpackt und so weiter und so fort. So. Und wir gucken auch nochmal hier, was wir hier haben. Tunnel, Depots, Hochgeschwindigkeitsgleise. Und ja, so könnt ihr euch, ich gehe mal in die Pause, so könnt ihr euch hier wirklich in Prag oder in jeder beliebigen anderen Karte, ihr könnt natürlich auch gern selbst welche erstellen und dann im Workshop laden, hier riesige Karten und Netze erzeugen. Und wie gesagt, ihr seid diejenigen, die diese Signale hier steuern und schickt das nicht einfach los und sagt nach mir die Sintflut. Und ich sagte ganz ehrlich, wir haben ja jetzt schon gesehen, wie schwierig es bei zwei Zügen und einem Gleis ist, hier den Überblick zu bewahren, sodass hier ein Zug langfahren kann. Das ist schon echt der Hammer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich mir das im Verhältnis 1 zu 1000 vorstelle, sodass wir nicht hier drei, vier Gleise haben, sondern, keine Ahnung, 100 große Städte mit Hochgeschwindigkeitszügen dazwischen. Ich sag's euch ganz ehrlich, nachdem ich das Spiel gespielt habe ich zumindestens ein ganz bisschen Verständnis dafür, dass die Bahn mal 5 Minuten zu spät kommt. Sage ich euch ganz ehrlich. So, in dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like für das Video freuen und ein Abo. Und wenn ihr Lust habt, mehr von diesem Spiel zu sehen, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann können wir davon gerne mal einen Livestream planen. Denn ich finde es tatsächlich ziemlich cool, das Spiel, muss ich wirklich sagen. Also in dem Sinne, nächste Woche, 23. kommt es raus. Macht's gut, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.